kommen, weil wir weisen, dass Sportler nicht fit sind, wir wissen, dass die Frau gar nicht gepackt. Was viele Leute vor meiner Zusammenarbeit mit Roman Leit wussten, ist, dass ich eigentlich aus dem Fitnessbereich komme. Ich war mit 16 Jahren die jüngste Trainerin in Deutschland mit einer Lizenz, bei minderjährig. Und mein Werdegang fing mit Tanzen an, ab 15 kam Fitness in mein Leben und ich habe das so geliebt und ich habe so viel unterrichtet und immer musste ich mich ein bisschen entscheiden, wie ich jetzt in den Fernsehen gehe oder bereite ich meine festen Kurse. Ich bin zum Fernsehen gegangen, umso schöner, weil es jetzt fast über 10 Jahre, du wolltest nicht so genau sagen, zu meiner Wurzeln zu kehren, zu meinem Ursprung als Sportlerin, das in den Linien gemeinsam mit Kuma, gemeinsam mit euch machen zu können. Das ist wirklich toll. Super. Kuma und auch wir als Best Reisen, wir möchten ja mit dieser Get Stronger League vor allem neue Zielgruppen erreichen. Wir wollen ein neues Format schaffen, indem wir so ein bisschen auch was völlig Neues machen in Bezug auf Markenurlaubserlebnis. Wie empfindest du das jetzt aus Sicht eines Kunden? Wie würde dir das gefallen, wenn du es sehen würdest? Ich finde es sehr gut, weil jeder weiß, dass man ist im Urlaub einfach motivierter. Es ist warm, das Essen ist immer fertig. Man muss nicht einkaufen gehen, man kann wählen, man ist motivierter. Wenn man eine gute Sporteinheit hatte und danach zieht man seine Knie an und sagt, hey, das läuft hier. Das macht Spaß und das ist die Motivation, die auch fehlt zu Hause. Und ich glaube, wenn die Leute hier diesen Kickoff machen, dann kommst du zurück und schaffst es da halt. Ich kenne es ja selbst von mir, wenn meine Detox-Roll oder sowas gemacht hat. Oft sind die Preise halt schwer, die ersten drei. Dann gewöhnt man sich, dann kommt man nach Hause und denkt, eigentlich möchte ich gar nicht mehr so viel Schlechtes in meinen Körper reintun und versuche bei der gesunden Ernährung zu bleiben. Hält auch ganz bald. Sehr gut. Ja, neben den sportlichen Aktivitäten.